Einst versammelte sich der Synklit der galaktischen Koordinatoren zu einem Notfalltreffen. Aus den entferntesten Ecken des Universums kamen die Koordinatoren zusammen, um einen Überblick über alle Planeten zu erhalten, auf denen Wesen mit Verstand leben. Der Synklit der Koordinatoren hatte den Planeten Erde schon lange beobachtet und richtete seinen allsehenden Blick durch einen mächtigen galaktischen Kristall, der die jahrhundertelangen Ereignisse, die sich auf der Erde ereignet hatten, reflektierte. Alles, was einst vor vielen Jahrtausenden auf unserem Planeten geschah und jetzt nur noch in Legenden existiert, die ganze jahrhundertelange Geschichte spiegelte sich in diesem Kristall wider. Der Untergang von Atlantis und der Fall der Neandertaler-Zivilisation, der Zusammenbruch von Lemuria und das Ende des antiken Ägyptens wechselten sich mit den Leiden der Menschheit einer neuen Zivilisation. Und vor den Augen des Synklits entfalteten sich neue Not und Zerstörungen. Die Invasion des tatarisch-mongolischen Jochs, die Feldzüge Alexanders des Großen, die Kreuzzüge. Es gab den Ersten Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg fegte alles auf seinem Weg hinweg. Und dann, als die Erde unerträglich aus Schmerz und Leiden weinte, hörten die Koordinatoren den Hilferuf. Es war das endlose Gebet des Herrschers des legendären Kreises der großen Meister. Das heilige Land, wo die irdische Welt das kosmische Bewusstsein berührt, hat immer für die Menschheit gebetet. Und das Gebet von Rigden Chapo, wie ein Licht auf dem Weg des Menschen, erreichte immer die höchsten kosmischen Hierarchien. Und dann beachtete der Synklit diese Sendung und rettete die Erde vor dem Untergang. Der Kreis der großen Meister hatte die enorme Aufgabe übernommen, die Menschheit in höhere Formen der Evolution zu transformieren. Und bis heute leuchtet das Weltauge des Kreises der großen Meister von den subtilen Ebenen wie ein Stern, der alle Wandernden leitet. Dann begann der König des Kreises der großen Meister über die bevorstehenden Ereignisse zu prophezeien, die die Erde erwarten. Die Vorhersagen des Hierarchen waren erschreckend. Unheilbare Krankheiten der Menschen, die Erwachsene und Kinder ohne Unterschied ins Grab bringen. Naturkatastrophen in Form von Erdbebenserien in der Türkei, wenn die Erde nicht mehr standhält und sich öffnet. Menschen ihr erworbenes Eigentum verschlingend, Häuser, Tiere, Pflanzen, alles Lebendige auf der Erde verbrennen. Kriege werden niemals enden, fuhr der König des Kreises der großen Meister fort. Sie neigen dazu, sich auf dem von einer bestimmten bösen Kraft vorgegebenen Weg zu bewegen. Krieg kann nicht so einfach enden. Es wird ein Fluch der Menschheit sein. Schon jetzt wird die Hilfe der höheren Kräfte benötigt. Und ich rufe euch an, o große Kräfte des Kosmos, Vater, Sohn, Heiliger Geist, helft diesen leidgeprüften Planeten vor der Zerstörung zu retten. Im Saal, wo sich die Koordinatoren der Galaxie versammelten, entstand eine tote Stille. Wenn Rigden Chapo um Hilfe beim höchsten Verstand bat, bedeutete das wirklich, dass großes Unheil kam. Die große Dreifaltigkeit richtete ihre Blicke auf andere Planeten und Sterne, wo das Leben dem irdischen ähnelte. Wer kann den Menschen helfen? Aus dem interstellaren Raum näherte sich schnell ein wachsender Punkt. Leuchtete hell auf und vor ihren Augen erschien Jesus Christus. Ihr habt mich gerufen, o große Hüter des Friedens in der Galaxie? Ja, es ist Zeit für dein zweites Kommen auf die Erde. Die Erde kann das Leid nicht mehr ertragen. Sie weint und droht, alles Lebendige von sich zu werfen.
Christus nahm den galaktischen Kristall, der mit vielen Facetten leuchtete und alle Universen in sich widerspiegelte, drehte ihn auf eine besondere Weise und sah darin die Menschen und ihre Zukunft. Wie auf einem großen Bildschirm erschienen alle menschlichen Leiden. Er sah, wie die Seelen der Neugeborenen sich ihren zukünftigen Müttern nicht nähern konnten. Denn um sie herum, wie ein Schwarm Bienen, flogen böse Geister und vertreiben die engelhaften Seelen der Kinder. Und die Mütter wissen nichts davon. Kinder, die aufgewachsen sind und zur Schule gehen, tragen einen Fluch der Ahnen und versuchen, sich davon zu befreien, indem sie Lehrer und Eltern nicht hören, sie zu Tränen und Infarkten treiben. Diese Kinder können nicht lernen, denn ihr Gehirn ist mit den Samen des Teufels beschäftigt und diese Samen keimen und machen die Kinder zu teuflischen Dienern. Die Tentakel Satans greifen mal hier, mal dort auf dem Planeten an, saugen die Lebenssäfte der Menschen aus und nähren damit die dunklen Kräfte des Universums. Schrecken und Dunkelheit füllen die Erde. Auf die Menschen sind von Satan unsichtbare Brillen gesetzt. Durch sie sieht der Mensch nur sein Leiden und sieht das Licht nicht mehr. Wer kann das tun? Im Sternenbild des Sirius hat der Hohepriester seine Bewohner zu einem wahren Paradies geführt. Sie haben jetzt alles. Die Kinder sind gesund, die Eltern glücklich, es gibt keine Kriege. Auf den Gesichtern aller Wesen sind Lächeln. Er hat die Hauptaufgabe erfüllt, die ihm gestellt wurde. Er hat die satanischen Brillen von den Bewohnern genommen. Er ist der einzige Kandidat für diese Rettungsmission. Gut, er soll vor unseren Augen erscheinen. Und der zweite Stern beschleunigte mit Lichtgeschwindigkeit aus Richtung Sirius durch den Raum und verharrte im Zentrum des Kreises der sitzenden Koordinatoren. Vor ihnen erschien aus dem Licht der hohe Priester des Sirius. Ich bin bereit, alle Aufgaben zu erfüllen, die mir vom Koordinierungsrat gestellt werden. Und er verneigte sich in einer demütigen Verbeugung vor den Herrschern. Dir, Sohn der Galaxie, wird aufgetragen, zur Erde zu gehen. Deinen Körper kannst du hier lassen. Gehe zur Erde im Geiste. Verkörpere dich dort als irdischer Mensch. Wenn die Bosheit der Menschen ihren Höhepunkt erreicht, wird dir ein Zeichen gegeben und du wirst dich an alles erinnern. Es geschehe alles nach dem Willen des Allmächtigen. Der Hohepriester des Sirius, die Hände kreuzförmig auf der Brust gefaltet, erhob sich von den Knien. Es geschehe alles nach dem Willen des Allmächtigen. Nachdem er den Tempel der Sitzungen verlassen hatte, ging er zu einem anderen Tempel, wo er seinen Körper zurücklassen sollte. Dort, auf einem hohen Podest, stand ein kristallener Sarkophag, beleuchtet von Milliarden von Sternen. Der Hohepriester des Sirius trat ein und sein Bewusstsein, getrennt vom Körper, wurde wieder zu Licht. Wie ein fallender Stern durchquerte er die gewaltige Entfernung zur Erde und erfüllte eine Frau, für die die Zeit gekommen war, zu gebären. So kam der Meister auf die Erde. In der extremen Zeit, in der das Schicksal des gesamten Planeten auf dem Spiel steht, ist es sehr wichtig, dass das Wissen der Engel und Hellengeister so schnell wie möglich in der ganzen Welt verbreitet wird und Tausende von Menschen erreicht. So können wir die Zukunft der gesamten Menschheit verändern. Deshalb wenden wir uns an dich, geliebte Seele des Lichts. Verbreite das Wissen über unsere weisen Bücher und Filme.
Teile Links zu Videos oder Zeichentrickfilmen. All dies ist verfügbar und kostenlos. Lade Frauen zu individuellen Praktiken, Webinaren und Seminaren ein. Und der große Geist des Lichts wird dir und deiner Familie helfen. Er wird eine enorme Menge an Energie lenken, um all deine Wünsche zu erfüllen. Die hellen Geister und Engel werden dir und deinen Lieben in allen Angelegenheiten helfen. Ein Strahl des Lichts und der Liebe von deinem Herzen erreicht die Herzen suchender Frauen und die Schaffung des Guten und die Verbreitung des hellen Wissens in die ganze Welt beginnt. Werde Teil der hellen Mission. Hilf den Menschen und Gott wird dir helfen.